Hey, willkommen zu einer neuen GTA Online-Folge. Wir sind jetzt hier beim großen Finale und Mark sollte auch hier irgendwo sein. Und ich komme. Der trinkt wahrscheinlich nochmal einen Schluck vorher. So, bin da. Okay, drücke, um das Raubüberfall-Finale zu starten. Okay, dann machen wir das Raubüberfall-Finale mal. So, jetzt ziehen wir das Handy raus. Belohnung 115.000. Kannst du mehr, wenn du schaust, dass er normal bloß. Schwierigkeit, normal. Okay, wir machen es auch schwer. Oh. Raubüberfall, Vorauswahl, Anführerstil, Auswahl, Sturm-MP, voll Munition, schwerste Panzerung, Einstellung bestätigen. Jetzt wurde wieder erstmal 10 Jahre was erklärt. Oh, 10 Jahre Erklärung, okay, dann lassen wir uns mal 10 Jahre lang was erklären. Kannst du es in Ruhe durchlesen, das dauert etwas. Schließfach 167. Nur eins? Lohnt sich das? Ah! your first time. You know, the first times. Well, it's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know, new opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! But, you know, we all gotta start somewhere. Good luck! Wie gut kannst du aus einem fahrenden Auto schießen? Ganz gut. Okay. Aber wir müssen aber nicht schießen, weil wir haben das gepanzerte Puma-Auto. Jetzt wollte ich gerade, diese Tafel zeigt dir die Gesamtbeute des Raubüberfalls und wie viel jeder Spieler als Anteil davon bekommt. Der Anführer hat standardmäßig, keine Ahnung. Und du bist mit 57.000 zufrieden, ja? Ja. Klar. Du Scheiße. Bohrer. Warum bin ich Bohrer? Ich bin Fahrer. Spannender als Fahrer. Ich muss ja nur fahren und du kannst bohren. Ich will fahren. Ich hab diese Bohrer noch nie gemacht. Du nicht, ne? Nee. Das hat mein Freund immer gemacht bei den Heiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Ja, dann darfst du es jetzt mal probieren und ja. Wenn wir dann irgendwann mal auf der PS4 sind und ich das nochmal mache, einfach mal so
im Livestream oder so, dann kann ich ja mal bohren. Aber zurzeit möchte ich gerne fahren. Okay, mal sehen, ob ich es hinkriege. Wenn du es nicht hinkriegst, können wir immer noch tauschen, denke ich mal. Da müssen wir rausgehen und wieder rein. Egal, wir versuchen es einfach mal so. Du kriegst hier einen sehr verantwortungsvollen Job. Oh, ich kann jetzt sogar den Anteil bestimmen, sehe ich gerade. Ja, nehme ich mal 70. Nee. Ja, mir auch egal gewesen. Fortfahren. Wie viel Kohle hast du? Warte. Ich sehe das gerade nicht. Ich glaube vor kurz vor 2 Millionen. Naja, aber ganz ohne Geld möchte ich dich da auch nicht rausgehen lassen. Das wäre ein bisschen unfair. Kannst ja auch 65 geben und mir 35. Echt? Nee, komm, mach mal so. Okay. Team Outfit Stil. Penner aus, aber Rebell. jetzt. Zwielichtig. Ah, die sehen cool aus. Geschäftlich, ja, genau, warum nicht Wächter? Manager. Berater, genau, nehmen wir Berater. Klassische Monster, Karneval. Ach du Scheiße. Warte mal. Wo hatte ich denn gerade die Maske mit den? Ich hatte gerade eine coole Maske. Okay. Oh, ich nehme die hier. So. Ach, egal. Ne, das ist die. Ist eigentlich komplett egal, was man für eine Kleidung auswählt, oder? Ja. Eigentlich schon. Ach, du trägst die Tasche. Ja. Okay. Das Auto steht wieder ganz woanders. Ja, jetzt fährst doch du. Super. Gib Gas. Der Wagen kam 2,2 Millionen voll übertrieben. Wir müssen sowieso erstmal zu Lesters Fabrik. Ja, jetzt hatte ich hier keine Texturen auf der Brücke. Moment, Post hat geklingelt. Also, du musst fahren.
So, wieder da. Gut. Hey, ich kann dir noch was Tolles sagen, das ist mir gerade eingefallen. Die Heist spielst du jetzt zum ersten Mal, ne? Ja. Du bekommst bei jedem Heist-Finale am Ende 100.000 Bonus, also das heißt, du bekommst 186.000 am Ende. Cool. Ja. Na dann. Oh. Warum war ich jetzt alleine im Auto? Nee, du musst in die Karuma einsteigen. Ach da. Okay. Ich kann nämlich fahren. Okay, jetzt muss ich auf den Weg dahin, was Ups, ich fahre es gleich gegen die Wand. Ich muss auf den Weg dahin was machen über mein Handy, diesen Check. Okay. Ja, ich hab nichts mehr gemacht. Ah, Alter! Was war das denn? Noch nicht mal die NPCs können hier fahren. Lass dir Zeit. Ach man! So geweiht! Noch nicht, jetzt hab ich schon. Ja. Ja. Bist du schon beim dritten? Bring den Bohrer zur Fliehkabine. Ja. Hast es? Seid. Nein! Alter, ich war kurz vom Ziel. Jetzt sind 30, jetzt hab ich aber raus. So, ich bin schon mal bei der Mitte. So. Jawohl. Kann die Reifen eigentlich platzen? Jawohl, ich geschafft. So, jetzt noch das dritte. Ah, oh, das ist das schwerste. Boah. Oh, ich spawne jetzt drüben. Gut. Warte, bis der Hack abgeschlossen ist. Oh, das ist ja schwer. Das letzte ist ja mega schwer. Das könnte doch dauern. Ah, oh, Mann. Ich wäre jetzt glücklich gewesen, hätte ich es beim ersten Mal geschafft. So. Jetzt haben wir das zweite Mal oben, mega schwer, ich hab's geschafft. Und hier das dritte auch. Ich schrotte erstmal unser Auto hier noch ein bisschen. Schaltung ist auch wohl extrem. Da musst du wirklich, anstatt so eine Abkürzung reinzubauen, musst du wirklich an jedem Stück vorbei. Ach. Ach, du Scheiße.
dann das schaffen. So. Habe ich mir im YouTube angeguckt, da haben die ganzen YouTuber, die das da also gespielt haben, während das aufgenommen haben, haben sie auch die ganze Zeit verkackt. Ja, da bin Ausgemacht ich ja froh, habe dass ich hier nicht verkacken muss. ich auch. Oh, ich war Gott vom Ziel. Das ist so mega schwer, das dritte. Komm jetzt. Das ist das Schwerste in der Mission, das Brom und dafür. Null Teamleben. Warum haben wir ja keine Teamleben? Weil es so schwer ist. Ach so, schwer. Keine Teamleben. Alles klar. Aber du wolltest doch auf schwer zocken. Ja, das hätte, ja, wir hätten das, ich hätte das trotzdem erhacken müssen hier. Ja. Vielleicht. Ja. 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 Oh. Alter, war das schwer. Komplett. System gehackt. Cool. Was? Entschlüsselungsprotokoll heruntergeladen. Okay. Boah, endlich. Okay, ich muss eine App öffnen auf mein Handy. Das freigeschaltet. Warte, bis der Bohrer den Tresor geknackt hat. Okay. Ah. Das Türchen ist offen. Ich setze eine Maske auf. Hä? Kapiere ich nicht. Sind die Kameras jetzt aus? Ah. Du bohrst schon? Keiner bewegt sich hier. Ich kann sie schlagen. Steckst du es hin da hinten? Gibt doch gar nicht. Geht nicht? Mir passiert nichts irgendwie. Ich bohre hier die ganze Zeit und ich komme einfach nicht durch. Wieso, was? Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, den müssen wir also nach vorne drücken und dann bohren. Please, don't shoot me. Der Bohrer ist heiß gelaufen. Ach, okay, gut. Ich muss warten, bis er sich abkühlt. So, ja. Vielleicht darfst du auch nicht zu schnell, zu stark bohren. Hey, das gibt's doch nicht. Guck mal, ne? Ich drücke nur immer R2 an und der sagt mir, dass der heiß gelaufen ist und dass ich die Dolle drücke. Aber das ist ein Dünnsmann, so oder was? Okay, okay. You don't have to shoot me. I should be at work. Crap! Please, I don't want to get shot. I get it. Hell, will you tell me to pause? Wieso? Make it
Na, ich drücke so leicht wie möglich. Hier steht drücke sanft und drücke es so leicht wie hinter der Bohrer. Und ich drücke so sanft wie möglich, aber es geht nicht. Knew we should have banked. You made your point. Don't shoot. Wie weit bist du? I don't want to get shot. Ich glaube, ich habe gerade einen Spielfehler. Mein Bohrer überhitzt immer, obwohl ich ganz leicht drücke. Das gibt's eigentlich gar nicht. Vielleicht darfst du nicht zu weit vordrücken. Warte. Hier steht, benutze den linken Stick, um den Bohrer gegen den Rohrpunkt zu drücken. Ja, dann drück mal nicht zu stark. Okay. Ja, ist ja klar, wenn du den richtig hier reindrückst, dann läuft er auch heiß. You don't have to shoot me. Alter, ich durchlöcher hier die Wand. Bald kracht das Ding hier zusammen. Da brauchst du nicht mehr zu bohren. Please, no. Damn, damn, damn. I get it. Okay, I get it. Someone help us. Tell me what to do. So, jetzt sieht's ganz gut aus. Ja, gut. You made your point. Ich beim zweiten Fach. Ja? Ist aufgegangen? Boah, wie lange man hier bohren muss, da tut er den so arm weh. Jawohl. Hast du es? Vorletztes, nur ein Kästchen. Wenn der jetzt heiß läuft, ich schwör. Das ist traurig. Komm, ich bin schon so weit. Don't have to shoot me. Please, I don't want to get shot. Chill out. I don't want to get shot. Please, don't shoot me. Don't shoot. Don't have to shoot me. I don't want to get shot. Damn, damn, damn. Kann man hier nicht irgendwas zerstören? Vorher gerade am vorletzten Stück. Warst du nicht schon am letzten? Ja, ich glaube, es ist das sogar das letzte. Es sind immer zwei Stücke. Jetzt bin ich am letzten. Nein! Oh. Mal ausruhen. Ich hab's gleich geschafft, mein Bohrer überhitzt. Dann ist erstmal kurz auskühlen lassen. You don't have to shoot me. This would be the worst way to die. Oh God. Hab's gleich. Please. Boah, war das nicht gebohrt. Please, don't shoot me. Ja, ja. Ich bin gleich tot. Und? Ich bin schon in den Stink drin. Die Wand schon komplett so durchlöchert hier. Oh, jetzt sind die ganzen Löcher weg. Schade. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Jawohl. Oh, Alter, das ist schwer. Oh, Scheiße. Aus. Ah. Renn. Renn. So. Wohin?
Gib mir eine Richtung. Ja, in diese Richtung. Einmal weiter. Ich sehe noch nichts auf der Karte. Jetzt. Abholstelle. Du musst gleich unter so einem Cargo-Bob fahren, der so ein Magnet dran hat. Er hebt sich dann auf, wenn er fliegen wird. So. Oh, das ist mit dem Bohrer aber schwer. Jetzt weißt du aber, wie es geht. Ja, wenigstens. Stirb, Polizist. Kann ich eine Granate werfen? Nee. Lieber nicht. Ja, oh, ich sehe ihn. Ja. Ja. Du musst den aber, du musst am Ding sein, bis der unser Tunnel zusammen verpackt. Der hebt sich gleich auf. Ja, das soll er ruhig mal machen. Ja. Jetzt, jawohl. Crew Rang 96. Yes, wir haben es geschafft. Ist natürlich auch eine Methode, jemanden abzuholen. Ja. Geschafft. Show it to me. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, you passed. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad. But don't get clingy. Raubüberfall bestanden. Was mögliche Beute? Ich sag jetzt bloß nicht, dass es hängt. Ah doch, okay. 143.750 tatsächliche Beute. 60% Anteil. Abgeschlossen in unter 5 Minuten 20? Nicht? Doch, oder? Nee. Fahrzeugschaden. Niemand wird erledigt. Elite-Herausforderung unvollendet. Insgesamt verdientes Geld. Wow. JP. RP. Naja. RP haben sich nicht gelohnt, aber Geld hat sich schon gelohnt. Wie viel Geld hast du bekommen? 186.000 irgendwas. Jo, jetzt hast du wieder viel. Oder etwas wenigstens. Naja, um die nächsten Jobs dann zu finanzieren, ne? Ja. Fahrzeugfreischaltung Kuruma. Internet gepanzert. Yeah. Okay, das war dann der erste Überfall. Für den zweiten Überfall brauchen wir leider noch weitere Leute. Und oh. Der andere hat die Freundesanfrage immer noch nicht angenommen. Das heißt, es könnte noch ein bisschen dauern, bis der nächste Überfall kommt. Also ein bisschen Geduld und ja, hoffentlich sehen wir uns dann wieder dort. Bis denn.